Der Basilisk, König der Schlangen. Wo er auftaucht, fallen Vögel wie vom Blitz getroffen vom Himmel und Bäume verdorren augenblicklich, denn sein giftiger Atem verpestet die Luft. Auf wen sein Blick fällt, sei es Mensch oder Tier, der erstarrt zu Stein. Der Basilisk, ein monströses Mischwesen aus Hahn und Schlange, existierte lange in der Vorstellungswelt des westlichen Kulturkreises. Es gab Helden, die sich dem todbringenden Ungeheuer stellten, doch nur wenigen war es vergönnt, den Kampfplatz lebend zu verlassen. Der Mythos vom Basilisken, dessen Gestalt sich möglicherweise von einer afrikanischen Kobra herleitet, beschäftigte bis zum Ende des Mittelalters die Fantasie der Menschen. Ein einziger Blick der teuflischen Kreatur genügte, um jedes Geschöpf versteinern zu lassen. Plinius der Ältere, ein römischer Gelehrter, war der Erste, der von der Existenz des Basilisken berichtete. Und zwar in seiner Naturalis Historia, einem der ersten Bücher der Naturgeschichte. Vermutlich inspiriert von einer afrikanischen Kobraart, die ihrer Beute ein tödliches Gift injiziert, beschrieb er ihn als kleine Schlange, kaum länger als 10 cm. Auf seiner Stirn trage er einen weißen Fleck, der ihn wie eine Krone schmücke. Diesem Merkmal verdankt die Kreatur ihren Namen, Basilikos, was auf Griechisch kleiner König heißt. Trotz seiner geringen Größe ist der Basilisk furchterregend. Nicht nur durch die Berührung, sondern allein schon durch den Anhauch lässt er die Sträucher absterben und sprengt Steine. Dem römischen Gelehrten zufolge wurde das erste dieser Schreckenswesen aus dem Blut einer der schlangenhaarigen Gorgonen geboren und seither müssten Basiliskeneier von einer Kröte ausgebrütet werden, damit ein neuer Basilisk entstehe. Das einzige Tier auf Erden, das der Basilisk tatsächlich fürchte, schrieb Plinius, sei das Wiesel. Es ähnelt der Manguste, die ihrerseits der schlimmste Todfeind der Kobra sei. Im Mittelalter war man von der Existenz des Basilisken überzeugt. Man sah ihn als König der Schlangen an, der von seinen Untertanen verehrt werde, und beschrieb ihn als Mischwesen mit Drachenkopf, Schlangenkörper und Hahnenflügeln. Die Umstände seiner Geburt wurden so geschildert: Ein Basilisk kommt zur Welt, wenn ein betagter 7 bis 14 Jahre alter Hahn ein vollkommen rundes Ei in den Mist legt und dieses Ei von einer Kröte oder Schlange ausgebrütet wird. Der Basilisk verbreitet Schrecken und vor allem wegen seines todbringenden Blicks, der jeden versteinert. Vom Tod bleibt nur verschont, wer den Basilisken zuerst erblickt. Dann verlieren nämlich dessen Augen ihre verhängnisvolle Kraft. Gerettet ist auch, wer einen Hahn mit sich führt, denn das Krähen treibt den Basilisken in die Flucht. Außer dem Wiesel fürchtet der Schlangenkönig den Spiegel. Darin kehrt sich der versteinernde Blick gegen ihn selbst. So erzählt die Legende. Ha 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 ha!